Ich glaube, wir haben heute Lust auf Fußball. Am Mikrofon Manni Beugmann und Frank Buschmann. Und ich weiß, wir haben Lust auf Fußball, Manni. Auf geht's! Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, gibt es ihn mit Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Das ist völlig offen hier. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Das ist ein Pass von Bastian Schweinsteiger. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Macht er ihn rein? Oh, da freut sich. Das Bällchen ist noch heiß. So sieht ein Pass aus. Oh, da verliert er den Ball. Was für eine Chance. Da freut sich der Trainer. Ja! Die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Jetzt startet er durch. Alaba. Der Pass war gut. Da kämpft er, der Arjen Robben, um den Ball. Sie schaffen Anspielstationen. Und das macht er richtig gut. Gutes Tackling auf der Außenposition. Schön gemacht. Oh, da ist noch alles drin. Gut gehalten. Łożikowski bewegt den Ball. Hoffentlich ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Schweinsteiger am Ball. Alaba. Schweinsteiger am Ball. Immer wieder liefert er herausragende Arbeit ab als Vorbereiter. Und jetzt versuchen sie, sich freizulaufen. Ja, der kommt gut an. Das ist es! Das ist ein Goalgetter in jeder Lebenslage. Aber diesmal nicht. Ja, also in fast jeder Lebenslage. Schmelzer. Subotic. Marco Reus. Lewandowski. Schmelzer. Lewandowski. Er erkämpft sich den Ball mit der Grätsche. Das muss er auch können. Jetzt müsste er angespielt werden. Schweinsteiger am Ball. Müller. Klasse Zuspiel. Ja, das ist ganz nett anzuschauen. Denken sich auch die Verteidiger. Fehlt eigentlich nur noch, dass sie klatschen. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Ja.
Brustkreuz. Da kämpft er, der Arjen Robben, um den Ball. Abgefälschter Ball und im Aus. Gibt Einwurf. Der Ball geht weit über das Tor, da fehlte ein gutes Stück. Lewandowski. Was wird er heute bringen, Frank? Und das ist das Beeindruckende bei ihm. Der rennt und rennt und rennt. Das ist Laufarbeit pur. Und so macht er dem Gegner die Aufbauarbeit schwer. Arjen Robbens erfolgloser Pass. Alaba. Gomez. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Großkreuz. Kehl. Und der kommt genau an. Müller. Arjen Robben ist entwischt, da guckt er dumm, der Manndecker. Und die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Lewandowski. Piszczek. Die Möglichkeit. Er ist drin. Das ist immer schön, das ist immer demoralisierend für den Gegner. Der war ja praktisch gar nicht mehr da. Ja, ja, das ist genau das. Die hatten schon abgeschaltet. Und wenn du dann nochmal nachsetzt, so wie hier, dann hast du diesen berühmten psychologischen Vorteil. Ach, und wunderschön zu sehen, genau im richtigen Moment, also vom Zeit. Auch wir wissen nicht vorher, was passiert und hoffen trotzdem auf ein schönes Fußballspiel. Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofon. Lojikowski bewegt den Ball. Gleich geht's los. Zwei Mannschaften, die in etwa ebenbürtig sind. Ja, da kann man, glaube ich, Manni, von Augenhöhe sprechen, von absoluter Ausgeglichenheit. Aber das könnte ja spannend werden. Ribéry. Alaba. Müller. Gomez. Müller. Piszczek. Kehl. Zweikampf um den Ballbesitz. Was ist das denn? Eine Grätsche von Arjen Robben. Erstmal geklärt. Tolle Chance. Und mein lieber Mann, das war ganz, ganz eng.
Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ein Ballverlust dieser Art dürfen sie sich einfach nicht erlauben. Sofort abgezogen und... Ja, den hat er super rausgeholt. Sensationelle Parade. Ganz sicher hat er das gemacht. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Jetzt aber! Er hat es alleine versucht, aber er ist gescheitert. Gomez. Lojikowski bewegt den Ball. Kehl. Das war eine Bilderbuchflanke. Mit solchen Flanken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen. Ja, warum beugt er sich nicht über den Ball? Dann steigt er auch nicht so weit nach oben. Subotic. Marco Reus. Der kann alles am Ball. Lojikowski bewegt den Ball. Marco Reus. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Ribéry hat ihn, den Steilpass. Gut geflankt hat er. Diesen Flankenball müsste sich der Verteidiger holen. Macht er auch. Kann er sich den Ball holen? Er gewinnt den Zweikampf. Arjen Robben den Ballbesitz. Oh, Vorteil. Das habe ich aber dem noch nie gesehen. Aber endlich mal. Endlich lässt er das Spiel ein bisschen laufen. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Und der FC Bayern hat hier einen Eckball rausgeholt. Der Kopfball. Und der Ball, er zappelt im Netz. Was für ein schönes Tor. Und er steht genau da, wo er stehen muss. Ich finde, das ist Abstauber. Aber da musst du eben stehen. Besser kann man das nicht machen. Die Ecke genau dahin, wo sie hin muss. Und der Abschluss überragend. Ein super Tor. Wir haben das Führungstor gesehen. Und der FC Bayern hat es erzielt. In der 27. Minute mit der Nummer 33, Mario. So, jetzt geht er ab. Aber was macht er daraus? War das jetzt zu eigensinnig? Langer Lauf mit dem Ball und dann ist er weg. Großkreuz. Das ist es. Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Das muss es sein! Großes Fußballkino, ein fantastischer Torwart. Wohl dem, der so einen da hinten drin hat. Marco Reus. Das muss es sein! Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Und der Ball prallt vor ihm ab.